Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Arc Omega. Hallo ihr Lieben. So, Bandito im Hintergrund, ne? Läuft. So, was hatte ich vor heute? Auf jeden Fall erstmal, möchte ich erstmal die Gacha-Kristalle wieder einsammeln. Mhm. Und dann gleich mal die ganzen Eier. Mal so langsam Bestandsaufnahme machen. Ja. So, erstmal Gacha-Kristalle. Was du nicht tragen kannst, nehme ich dann, ne? Ja. Ja, ist noch nicht wieder ganz voll. Also die Gacha, die hauen, da sind noch 167 drin. Die Gacha, die hauen raus ohne Ende, ne? Ja. Oh, ist. Wir haben nur eine Eule davor stehen und ansonsten füllen wir immer nur Stein nach. Mhm. Also die hauen raus, wir kommen kaum nach mit leer machen. Wir haben heute bestimmt schon zweimal leer gemacht. No. Das Gute ist, wir haben diesen Gacha-Kristall-Cracker, oder wie heißt der? Einfach nur Kristall-Cracker. No. Okay. So, Gacha, rüber damit, zack. Moment, meine kommen auch. Ja, der macht die automatisch weg. Also normal, das ganze Zeug hier brauchen wir nicht mehr, das nehme ich mal raus und zum Weinen. Dadurch, dass wir eh hier 521, dadurch, dass wir sowieso Dings nutzen, hier, wie heißt es? Upgrade Station. Ja, Upgrade Station und Omega. Und hier sind ja keine Omega-Teile bei. Ja, also nicht, dass ich bis jetzt gesehen hätte. Nö. Wasserdinger und so lasse ich drin, weil die kann man sowieso nicht grinden. Nicht, wenn sie voll sind. Ja. Ich hätte Stein eingesammelt, ja. Klasse. War jetzt auch nichts so überragendes bei, ne? Naja. So. Knallen wir der alle hier rein? Nehmen wir noch die Tore raus, ne? Ja, ich habe nichts gesehen. Kann sein, dass die nicht angezeigt wurden, dass sie von dir zu spät gegrindet wurden. Dass sie bei mir deswegen nicht angezeigt wurden. Oh. So, erstmal alles nein. Gleich ist der Grinder voll. Na, so viel ist es nicht. Ach so, ich nehme hier mal das Organik raus und stopf das mal in die Kiste, ne? Ja. So, Stein tue ich auch erstmal hier rein. Dann brauche ich nicht tausendmal rumlaufen, ne? No, no. So. Nee, ich habe schon das wohl in Tasche. Das raus, das raus, das raus. Na, oh, Metall lasse ich auch erst drin. So. Tun wir auch erstmal hier rein. So. Du kommst hier nein. Elektronik stellen wir hierher. Also kommst du hier rein. Zack. Zack. So. Noch eine Soul weg tun. Dann gucke ich mal eben, ob die noch Steine drin haben und fange dann schon mal an, Eier einzusammeln. Ja. Du könntest auch schon mal mit Eier einsammeln dann. Welcher Seite willst du anfangen? Also ich fange hier bei den Gachern an, einfach mittendrin. Okay. Erstmal gucken, ob die Gacher noch Stein drin haben. Ja. 6000 und. Strahlhaus an, ne? Ja. 6000 und. 6000 und, ja, passt. So, dann Eier. 9 Stück sind hier noch drin. So, dann geh ich von hier aus bis zum letzten Tor hin, ne? Ja. 4 Stück sind hier noch drin. Ja, wir entleeren die natürlich immer zwischendurch, deswegen sind nicht mehr so viele drin. No.
Und dadurch, dass wir jetzt nach draußen ausgebaut haben, hier ist gar keins drin, natürlich dementsprechend weniger. Halt so, ne? Hier hatten wir nichts mehr stehen. Dann gehe ich mal nach draußen und laufe da ab. Hier hätten wir auch überall welche verteilt. Aber die hier sammeln nicht so gut ein. Zwei sind drin. Ja, da stehen halt nicht so wahnsinnig viele Tiere, ne? Ja. Hier ist eins drin, wird aber nicht angezeigt. 15. Okay. So. Ich habe. Hier hätten wir, glaube ich, gar keinen stehen, ne? Nur noch da hinten. Wir wollen Eier. Wo war's? Auch noch ein Ei drin? Also 6. Omega. Sehr fühlen. Hier. Nicht drin. So. Hier unten noch eins stehen. Auch welche drin. So. Dann hat er hier soweit fertig. Dann gehe ich mal unten gucken. Da hatten wir auch noch ein Eidings stehen auf dem Felsen. Ach ja. Das war glaube ich das erste, was wir aufgestellt haben. Oder mit das erste. Ja, ich gucke mal noch so ein Babyhaus und so, ne? Ja. Die, ein Hoch auf die Techbrücken. Ja. Oh, hier sind aber viele drin. Der hat sich mal gelohnt, ne? Hm. So. Wir haben natürlich unten in der Plan B Base, also die Upgrade Base quasi. Für den Fall der Fälle haben wir natürlich auch noch Eier drin. Aber hier oben gehen uns so langsam teilweise die Eier aus bei den Kibbles. Deswegen sammeln wir jetzt alles ein. Und zur Not ist ja unten was drin. Ach, lass mich doch vorbei. Und nein damit. So. Das sind alle Eier, die wir haben. Nö, noch nicht ganz. Ich bin noch beim Vogelbabyhaus. Ja, ich sag plus halt die unten im Dings, in der Plan B Base. Falls hier oben mal alles zerstört wird oder so. Ja. Bei Omega muss man da vorbereitet sein. Jo, das auf jeden Fall. Ist so. Jo. Komm mit den letzten Eiern hoch. Ja. So, und wir wollen uns ja auf Godfight vorbereiten und sowas. Deswegen denke ich mal, wir testen mal auch die Unix. Ich gucke mal unten so die Unix nach. Und ansonsten, auch wenn die schwächer sind oder so, müssen wir mal testen. So, unten Plan B Base. Was konntest du denn? Kleiner. Komet und Gorgon. Wie viel Leben hast du? Oje, 145.000. Okay, dann bleibst du noch hier. Haben wir hier noch. Mercury. Was konntest du denn? Metall und irgendein Storm. Ja, ist auch nicht so toll. Leben. 336.000. Ach herrje. Mentis. 69.000. Unser Bulldozer. 78.000. Achso, bei dir könnte ich mir das Metall rausnehmen. Ich glaube höher als 1000 geht's nicht.
Oh. Was haben wir denn hier noch? Ach ja, der Vulkan konnte nur diesen Sturm machen, diesen Eissturm. Du konntest nur die Horde machen, ne? Tja. Ihr wart zu klein, Frostbite und Unibomber. Was konnte denn Krarab oder so? Obsidian und Earth, ganz toll. Und hier unser Virus, nee, Viral. Zombie und Plankton. Wow. Tja, ich tue mal hier Metall weg. Denke mal. Ich habe immer noch Eier in der Tasche. Ach je. Die tue ich jetzt hier unten rein. Ach das. Wie ihr seht, wir haben hier unten auch en masse Eier. So. Juhu. Ja. Da müssen wir oben mal gucken. Dass wir mal welche testen. Ich gehe schon mal auf Baumprotektor. Wie gesagt, und wenn wir nur testen erstmal und dann gucken, ob wir die Paragons haben, die hochzustufen. No. So. Unix, du warst kein Unix. Du auch nicht. Auch nicht, du auch nicht. Die einzigen Unix, die hier oben sind, sind beiden hier. Warte, ich guck mal hier, ich habe hier noch 2, 4, 6, 6 Millionen. Bitte? Was hattest du jetzt gesagt? Ja, Spooky und das Juti und der Raptor im Babyhaus. Ach ja. Das haben wir keine Unix. Spooky, Cont, Gamma Ray und Singularität. Das ist gut. Das ist aber nur Basic, ne? Ach, Basic. Deswegen steht er noch hier. Ach, Mann. 130.000. Denn die wären gut, ne? Juti, wie viel hat der denn? 2, 4, 6, 32 Millionen. Hört sich schon mal gut an. Also der würde sich, den könnten wir mal testen. Ob wir da was nehmen? Warum steht ihr denn hier? Hier war wieder irgendwas los. Was verstehst du nicht? Ich hab gesagt, ich weiß es nicht. Achso. Ich hänge. Ja, ich geh mal mit der hier weg. Lup. Natürlich wieder Minis Wolf, der aus der Reihe tanzt, war ja klar. Hey, ja. So. Raptori. Dismay. 2, 4, 1,2 Millionen. Das ist aber nur Alpha, ne? Was konntest du denn? Ach, Random und Meteor. Das ist gar nicht schlecht, ne? Das müssen wir eigentlich nur auf Omega kriegen, irgendwie. Ja, erstmal testen, ne? Dann gehe ich mit dem. Okay, dann nehme ich das Juti. So, die. Da ist oben auch ein Zeichen drin. Ach, Unix-Sattel, der hatte Unix-Sattel drin, ne? Das weiß ich nicht. Ja, was konnten der? Bounce Attack Rate Clone? Bounce Attack Rate Area Frenzy? 25% ausweichen und immun gegen Slow. Ability Damage kriegt er 25% dazu, Explosions Damage 44 Reduktion, Damage Stacken 197 Punkte, Reaktiv Damage Stacken Reduktion 23% und Impuls Stacken Reduktion 20%. Okay. Der hat kein Level hier. Dann lass uns raus. Ja, wir kommen. Ich finde den voll witzig hier. Dismay ist voll witzig. Oh. Dismay macht sie jetzt alle weg. Und wenn die gut sind, gucken wir, ob wir dafür Paragons haben zum Hochstufen.
Lilililililit. Nein, vorsichtig, der hat nicht ganz so viel Leben, ne? Ich hab Standbild. Der hatte doch 1,2 Millionen, ne? Oh, ja. Der hat noch kein Fleisch drin. Der muss sich erst Fleisch besorgen. Ja, meiner hat auch noch nichts drin. So, bist du da? Ja. Da sind schon welche. Hello, Elfmal. Ja. Und Level up. Doch auch. So. Du kriegst erstmal. 2, 4, ja. So. Dann geh du mal vor, dass du, ne, auch was zu futtern kriegst. Moment, ich hab Standbild. Sonst macht der Kleine hier alles weg. In den voll witzelig. Ach, da ist ein. Fliegt er bei uns hier durch? Ist er jetzt hier reingepliegt? Weiß er nicht. Weiß nicht, was du gerade gesehen hast. Ein Vögelchen. Okay. Sah so aus, wenn es hier reingepliegt wäre. Aber okay. Jetzt meine Kompagnons weggefressen. Wo bist denn du? Unterhalb vom Tenninggehege. Ja, ich sehe dir. Denke mal, du warst der. Ja. Jo. Und der ist stark, ne? Weiß ich noch nicht. Muss ich mich schon mal angucken. Hat gerade ein paar Bilder gemacht. Wo war's? So. Ich komm zu dir. Ah, vorsichtig, sind zwei Skorpione. Skorpione? Ja. Kein Problem. Oleg? Dismay macht sie alle weg. Bist du? Warst du gerade hier bei mir? Ja, ich bin hier unten, weil du nichts gemacht hast. 2,6 Millionen. Sehr schön. Dann kommt mit. Guck mal. Oh, hey. Na, random spawn. Hübsch. Gerade wo ich ein Bild machen will, ne? Ja, weißt du doch. Oh ja, klar. Okay. Muss ich gleich nochmal einen random... Der hat schon wieder? Hat der keinen Cooldown? Doch. 30 Sekunden. Aus dem Random Spawn kommt dann immer raus. Ja, ich auch nicht. Ich hab Standbild. Was ist denn gespawnt worden? Oh, mal also gucken. Ich sehe zwei Drachen und eine Reaper. Ach hey, ein cooler Drachen. Bin wieder da. Und Ferox? Hier ist der Boss gespawnt worden. Sehe ich von hier hinten nicht. Ich hänge in den Schwänzen fest. Ah. Hier der Affenboss wurde gespawnt. Ja, den habe ich nicht gesehen. Ja. 31.000 mache ich Schaden, wenn ich weiß. Oh. Das ist gar nicht schlechter Ding in mir, ne? Was? Und Pygmy? Kacke. Toll. Das wird. Ja, ich denke, dann gucken wir mal nach, ob wir Paragons haben gleich, ne? Ja. Also es macht 59.000 Schaden. Ja. Immerhin. Ich wollte mal gucken, was meine Kleinen machen. Ach ja, du hast ja noch... Mach mal. Ach hey! Weißt ihr, Mann? Das ging aber ratzpatz. So. Ich mach nochmal. Au. Ding.
Warum haben mich jetzt meine eigenen Viecher angegriffen? Weiß nicht, vielleicht war hier irgendwo Psychosis oder so. Was ist denn das für ein Effekt um mich rum? Weiß ich nicht. Ach, das ist ein Loot-Drache. Oje. Den ich gespawnt habe. Auch nicht schlecht. Der geht einfach durch mich durch. Ich will keinen Widerstand für den. Anscheinend nicht. Was ist das denn? Geh mal aus dem Bild mit deinem Schwanz. Also wirklich. Weg da. Oh, wirklich? So. Wirklich? Besser. Ja, wenn es schon Regenwetter ist. Mhm. So, dann komme ich mal einmal zu dich hin. So. Wir wollen zusammen drauf? Ja. Dismay, das Blubberdingen. Oh. Das sieht aus wie ganz viele bunte Seifenblasen oder so. Oh, irgendwie sowas, ne? Ja. So, jetzt lassen wir mal wieder zurück und schnell gucken, ob wir noch Paragons dafür haben. Oh, dann geh du schon mal vor, ich komme dann irgendwann nach. Also für Raptor und für Juju. Der ist stark, ne? Also, wenn der hochgelevelt ist hier, dann könnte das eine gute Hilfe sein. Denke ich mal. Ach ja, wollte ich auch noch sagen. Wir haben auch Tipp gekriegt wegen Hybriden züchten. Dass das wohl geht, aber mit Unix und halt die entsprechenden Paragons dafür braucht, gleich mehrere. Also, danke für den Tipp erstmal, aber wir haben nicht die passenden Paragons und sowas. Das passt dann nicht. Find's auch doof, wenn man mehrere Paragons braucht und sowas. Weil, wir wissen ja, seit den Updates ist das ja schon bescheiden genug geworden, Paragons zu finden. Und wenn man dann, ohne das umschalten zu müssen dann, ne? Wenn man dafür dann mehrere Paragons braucht, in den Grundeinstellungen, ja. Da wurden wir auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja Grundlevel 300 haben und das dadurch dann schwerer wird, weil die Bosse dann wohl mal zwei sind und sowas, aber ganz ehrlich, wir sind ja dann auch vom Level her mal 2. No. Und von daher wirkt sich das eigentlich nicht aus auf den Schwierigkeitsgrad. Aber dennoch, danke für den Tipp. Und Tipps sind immer gern gesehen. Ne? Ja. Du schießt schon wieder. Ja, sind immer um jeden Tipp dankbar. So, Paragon. Erstmal guck ich jetzt für Raptor. Lass mich doch darum, Mensch. Raptor, der war Alpha. Also brauchen wir nach Alpha kommt dann Prime, Ultimate und dann Omega. Also drei Stück brauchen wir. Mikroraptor. Hätten wir sogar vier Stück. Oh, eins. Wir haben aber keinen. Techraptor, Oviraptor. Raptor, wir hätten zwei Stück. Die könnte ich ja rausnehmen und immer rein tun. Nee, die musst du doch erst im Soulgrinder dann herstellen. Ja, ja. Raptor. Raptor, ja. Und der Juti. Ja, Juti haben wir gar nichts. Ganz toll. Ja, mal gucken, wie hoch der Raptor. Aber der wird nicht so hoch für Boss sein, ne? Aber wir versuchen es. Also brauchen wir eins für Bravo und eins für Prime und eins für Ultimate, ne? Ja.
vorsichtshalber nochmal nach. Sichi ist sichi. Wir haben nur die beiden. Wenn wir die verhauen, dann... So, das ist Alpha. Ja, also brauchen wir Pride. Prime ist gut. Gut. Den machen wir der doch eben schnell. Ah, ein Soul Grinder, ne? Genau. Ja. So. Tokens? Nee, bei den Upgrades war das, ne? Nein, das sind diese komischen Sterne vorne. Ach, vorne die Sterne, genau. So. Die Sterne hier, die anderen. Ja. Wir brauchen jetzt erstmal Alpha was, jetzt brauchen wir jetzt Prime. Prime, Tier-Token. Zack. Holst dir ran. Prime. Danach brauchen wir Ultimate. Ultimate. Zack, hol dir ran. So. Prime, Ultimate. Aber die wurden, glaube ich, auch nur doppelt, ne? Ja, ich weiß es nicht. Du musst dir halt die Werte merken. Ja. So, mein Freund oder Freundin. So, die hat 1,2 Millionen und 109.000 Angriff. So. Erst brauchen wir Prime. Zack. Zack. So, 2,4 Millionen. Ja, hat sich verdoppelt. So, nächste rein. Immerhin 6,2 Millionen, ne? Warum habe ich nur noch 29 Omega-Tränke? Weiß ich nicht. Ach, von den ganzen Bosskämpfen und sowas, ne? Ja, das kann sein. Wir haben zwar auch Tränke dazugekriegt, hier von Alpha und sowas habe ich schon 95. Ja. Voll. Sollte es eigentlich voll werden. Ja, voll. Super. So, wenn wir noch welche finden, dann darfst du auch einen Boss kicken. Oder einen Gott. Ja. Viel mehr. Wenn... Ja, wir haben kein Unique auf Omega, ne? Terrorbird hier, Horde. Hm. Ja, mit dem kannst du kein Gottgefecht machen. Wir bräuchten ja eine Gottseele dafür. Weiß auch nicht, ob man da von Gott beschwören kann. Keine Ahnung. Aber egal. So, als nächstes, denke ich mal, werden wir in dem Zuge die Bosse hier noch hochsetzen, damit wir mal gegen Gott kämpfen. Ach, ich gucke gerade auf Uhr, das müssen wir dann... Ja, ich denke mal, das dauert ja lange mit dem Boss hochsetzen. Wir setzen den Boss hoch, also die beiden Bosse, und ja, melden uns dann wieder, wenn wir soweit sind, dass wir hoffentlich um Gott legen können, was ja das erklärte Ziel ist. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, erstmal Tüdelü und Schü und beim nächsten Mal, hoffe ich mal, geht's dann zum Bossfight. In dem Sinne, Tüdelü. Tschüss. Man drücke uns die Daumen.